Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill 3. Ich bin die Aschna und ja, freue mich, dass ihr wieder mit dabei sein werdet. Und los geht's! Wir sind Fußweg im zweiten Stock. So, in der letzten Folge bin ich ja ganz schön oft gestorben. Ich hoffe, es passiert uns jetzt nicht nochmal. So, bevor es losgeht, muss ich mich jetzt leider erstmal wieder kurz orientieren. Und zwar auf der Karte. So, die Karte hier nützt mir gar nichts, weil wir müssen einen Stock höher. Hier sind nämlich alle Gänge zu. Und die offen sind, da waren wir schon. Und oben erwartet uns leider nichts Schönes. Ist ja auch nicht anders zu erwarten hier in Silent Hill 3. So. Und da steht ja schon einer. So, ich weiß, dass wir hier sicher sind, deswegen bleibe ich mal ganz kurz hier. Hier waren wir schon und hatten diesen einen Schlüssel bekommen, wo ich eigentlich gar nicht weiß, wofür dieser Schlüssel eigentlich ist. Aber gut, das werden wir noch rausfinden. So, und hier sehen wir es auf der Karte. In dem Raum, wo wir sind, war der einzige Raum, wo wir bisher waren. Na, eigentlich stimmt es nicht, wir waren auch schon da oben, aber dann bin ich hier abgekräpelt. Puh, ich kann mich aber nicht mehr so ganz dran erinnern, wo da jetzt was offen war. Jo. Gehen wir einfach mal systematisch nach rechts weiter. Aber hier ist alles zu, wie mir scheint. Ja, ich kann da leider nicht so lange jetzt gucken. Ja, super, Heather, hast du ja toll gemacht. Steh auf. Und lauf. Leider konnten wir da jetzt nicht so lange gucken. Ich glaube, die Tür war auch zu. Die war zu und die ist offen, ne? Und hier war ja gar nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen. Ja, ich konnte jetzt nicht lesen, was da steht, weil ich das Monster kam, ne? Konnte mich da nicht konzentrieren. Das hat auch nicht angehalten, wenn wir da stehen. Ja, ich glaube, ich kann mich in diesem Raum umgucken, wie ich will. Hier wird und wird und wird keiner kommen. Beziehungsweise hier wird es nichts geben, wollte ich eigentlich sagen. Hier wird keiner kommen, ist auch gut. Ja, gut. Dann glaube ich, sollten wir wieder nach unten gehen. Ja, da ist dieses Monddingens. Ich kann es leider nicht lesen, ne? Aufgrund dessen, dass dieses Vieh da war. Ich kann es nochmal versuchen, aber ich glaube, dann sterben wir wieder. So. Das ist natürlich kaputt. Genau, dann stehen wir schon wieder an dem. So, ist hier noch irgendwo eine Tür? Nee, ne? Probier es jetzt nochmal, aber sie ist abgeschlossen. Auf der Tür ist ein rotes sichtförmiges Zeichen und eine runde Vertiefung. Da steht etwas in derselben roten Farbe geschrieben. Häufe an, 300 Tage und Nächte von jenseits der Tür. Schmerzensschreie hallen. Und die Bestimmung ist wahr geworden, obgleich ohne gesegneten Anfang. Ja, irgendeine Vertiefung. Können wir da die Nuss reinstecken? Ich weiß es nicht, ob sie es nicht automatisch machen würde. Ich vermute eigentlich mal schon. Probier es jetzt trotzdem. Okay, kann hier nicht benutzt werden. Und ich sehe ganz schön alt aus. Von daher nehmen wir jetzt einfach mal einen Drink. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier wieder wegkommen. Oh, da steht er. So, also oben war jetzt nichts weiter. Dann gucken wir mal nach unten. Wir sollten die Rolltreppe benutzen. Ich hoffe, sie funktioniert auch. Sieht nicht so aus, als ob es da lang gehen würde. Hey, wo müssen wir denn dann hin? Müssen wir wieder ganz zurück? War da irgendwo eine Tür, die verschlossen war? Ich glaube, es ist total sinnlos, dass wir jetzt hier hingehen.
Ja. Na gut, dann, I don't know. Wo war denn hier eine verschlossene Tür? Schloss ist kaputt. Das Schloss ist kaputt. Aber verschlossene Türen werden uns ja nicht angezeigt, oder? Türen, die abgeschlossen sind? Ich gehe jetzt nochmal kurz nach unten. So. Die ist kaputt. War da nicht da die Tür? Nee, sie ist da, okay. Ein bisschen Orientierungsprobleme habe ich mal wieder. So, ich muss jetzt nochmal auf die Karte gucken, ob da irgendwo angezeigt ist. Nee, ne? Es sind einfach immer nur diese Durchgänge, also dieses Gezackelte. Wo immer noch einige Türen sind, wo ich nicht war, wie mir scheint. Komisch. Ja gut, dann müssen wir hier leider nochmal durch. Hilft ja alles nichts. So, ich werde erstmal nach links gehen wieder und da oben wieder alles abklappern. Da ist ja eine Tür offen. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Da ist zu. Da ist überall zu. Ja, irgendwas muss ich ja übersehen haben. Es wäre um einiges einfacher, wenn die ganzen Monster nicht wären. So, das ist kaputt. So, hier ist offen. Ach so, hier hatten wir ja nur. Hier hatten wir die Taschenlampe gefunden. Das heißt, hier können wir wieder raus. Oh. Okay, das Bad ist auch offen. Gibt es hier irgendwas Schönes? So ein Gesundheitsdrink? Igitt, ein versifftes Klo. Ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich nur hinsehe. Okay. Ich würde eher einen Brechreiz kriegen. Oh. Ach du Gott. Ist da tatsächlich jemand drin? Ich würde es, glaube ich, gar nicht wissen. Sie hat geklopft und es hat jemand zurückgeklopft. Wie schön. Ein Reinigungsmittel? Wozu brauchen wir das denn? Gott, das klang gerade ein bisschen komisch von mir. Wozu brauchen wir das denn? Punkt. Nein. Nicht euer Ernst, oder? Mama. Ich würde es gar nicht sehen. Es ist mit Blut getränkt, aber es ist niemand hier. Hat jemand geantwortet oder bin ich das nur? Ich weiß es nicht. Es ist unheimlich auf jeden Fall. Okay. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Und jetzt lauf mal, weil ich glaube, die war auch kaputt. Mal ganz kurz gucken. Okay. Okay. Ah, ich glaube, das könnten wir uns hier sparen. Ah, lauf! Lauf, lauf! Rein da. So, und hier hatten wir ja den Kleiderbügel gefunden. Und die Schutzweste. So, das heißt, hier ist auch nichts weiter. Da war keine Tür, die war kaputt. Also okay, müssen wir wieder zurück. Wir müssen definitiv wieder zurück. Und dann klappern wir links unten den Bereich nochmal ab. Lauf, lauf. Jetzt müssen wir wieder gucken. SAG vorbei. So, oh Gott. Hier ist eigentlich auch nichts, wa? Die Telefon scheint nicht zu funktionieren, damit kann ich also nicht nach Hilfe rufen. Ja.
Okay. Dann laufen wir bitte weiter. So, kurz nochmal ein Blick auf die Karte. Da ist alles zu. Da hinten könnten wir nochmal speichern. Das werde ich, glaube ich, auch erstmal machen. Eins, zwei, die dritte Tür. Eins, zwei. Diese Tür. So, hier werde ich jetzt nochmal speichern. Da, wo sie so schön hinguckt. Okay, jetzt hat sie noch den Fleck angeguckt. Ein dunkelroter Fleck. So, was überspeichere ich denn jetzt? Ich will irgendwie gar nichts überspeichern. Oh, ich habe so eine Angst, dass wir irgendwie verkacken und hier nochmal irgendwo neu starten müssten. Ach komm, dann nehme ich einfach nochmal einen ganz neuen Speicherpunkt. Ja, ich habe irgendwie Angst, dass ich zu verschwenderisch bin mit diesen Gesundheitsdrinks und Erste-Hilfe-Koffern und dass wir es dann irgendwie am Ende hin nicht mehr schaffen, weil ich nur noch sterbe, weil ich mich nicht mehr heilen kann. Ich glaube, ganz so viel wird man nämlich nicht finden. Einen Moment bitte kurz, ich muss mal kurz mich räuspern. So, da bin ich wieder. Ich wollte das natürlich nicht ins Mikro reinmachen, reinräuspern. Okay, so gut. So, geradeaus. Links ist noch eine Tür. Wir haben doch einen Schlüssel. Mensch, wo müssen wir denn hin? Wo können wir diesen Schlüssel benutzen? Frage ich mich hier. Sollen wir nochmal mit einem Aufzug fahren oder so? Juhu, Aufzug fahren. Oh, da ist er ja schon. So. Jo, da ist ja noch einer. What? Was? Funktioniert nicht. André, dich schneller. Oh, Hessa. Mädchen. Ich hab vergessen, wo lang. Geradeaus. Was ist hier noch eine Tür? Nein, okay, wir werden sterben. Mann! Boah, lasst mich doch mal in Ruhe. Ja, lad nach. Na toll. Oh. Und wir sterben. Wir sterben. Mann! Ätzend. Oh, diese Viecher, ey, das... Oh nein! Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Gott, ich glaube, ich werde sterben und dann werde ich die Folge beenden. Dann werde ich nochmal neu laden. Und dann habe ich keine Ahnung, wo wir lang müssen, ehrlich gesagt. Funktioniert ja gar nichts und wir sind hier auf den Stock irgendwie gefangen. Wow! Ach shit, habe ich mich erschrocken. Boah, ich habe echt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Nee, das guckst du dir jetzt nicht an, du läufst. Ja, okay, wir sterben. Ja, das war eine reine doofe Fail-Runde und die Folge wird sehr kurz werden. Oh, da werden wir wieder gut. Ja, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das bringt so ehrlich gesagt überhaupt nichts. Weil wir waren jetzt überall. Ich werde jetzt, wenn wir neu laden, nicht nochmal die ganzen Räume abklappern, die jetzt fehlen. Ich merke mir einfach, dass da überall zu ist. Und ich werde, glaube ich, einen anderen Speicherpunkt jetzt laden. Und zwar den von davor. Da wurden wir ja nicht so oft getroffen, glaube ich. Ja, ich lade jetzt einfach mal den davor. So. Und jetzt stehen wir hier, so. Und es gibt keine Möglichkeit. Wir kommen nicht runter, hoch kommen wir, aber da ist nicht viel. Hier auf diesem Stockwerk ist auch nichts. Da ist noch ein Aufzug, ne?
Was ist denn mit dem Aufzug eigentlich? Den habe ich doch gar nicht ausprobiert. Ja. Na gut, dann probiere ich das jetzt nochmal kurz. Ich gehe aber hier lang, weil in dem Raum ja so viele Viecher waren. Ach, das war genau der Raum, wo so viele Viecher waren. War das nicht der Raum, wo so viele Viecher waren? Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich doch nochmal gucken. Es tut mir wirklich leid, dass ich so viel schauen muss. Ach so, das war der Raum mit der Nuss. Okay. Habe ich den Raum gerade verwechselt. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ich kann mir das echt nicht gut merken, ne? So, jetzt kommen wir hier raus und geradezu müsste der Fahrstuhl sein. Durch einfach in diesem Ding gekommen. Was so passiert, wenn ich es nochmal probiere? Ich kann die Taste drücken, so oft ich will, aber die Türen öffnen sich nicht. Nun ja. Nein, was machen wir denn jetzt, wenn der auch nicht geht? Ja gut, bin ich jetzt echt verwirrt, wo wir hin sollen, weil alle Räume zu sind. Ich bin jetzt eben nochmal alles abgeklappert, wo wir waren. Mal, kann man hier nicht irgendwie... Ja, wir können reinzoomen. Wir können reinzoomen. Können wir nicht auch blättern? Ja, genau. Das ist doch schon mal hilfreich. So, da waren wir jetzt auch. Da ist zu, da ist überall zu. Meiner Meinung nach war da jetzt überall zu. So. Eine Etage unter uns. Da waren wir jetzt auch gerade. Und die letzten Sachen, die da jetzt noch fehlen, sind auch alle zu. Da kommen wir nicht lang. Hm. Ja, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung. Ich werde wohl meine Lösung gucken müssen, bevor wir hier weiter rumeiern. Ich habe echt keine Idee, keinen Plan. Und die letzten zwei Folgen, drei Folgen waren schon so viel Rumgeeiere. Deswegen, ja, ihr Lieben, ich bedanke mich erstmal hier an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet, wo wir hoffentlich endlich auch wieder ein bisschen weiterkommen. Ich finde, ja, am Anfang sind gut vorangekommen, jetzt stagniert es ein wenig, aber gut, dem werden wir Abhilfe schaffen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werdet. In diesem Sinne, macht's gut, eure Aschner. Tschüss!